Was geht ab, Freunde? Euer Sir Jackson zu dem Gaming ist wieder am Start, Freunde. Nach einer langen Zeit und mit einem neuen freshen Pack-Opening, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ja, Freunde, heute werden wir wieder mal ganz besondere Rewards öffnen. Ich weiß, Freunde, meine wöchentlichen Rewards, die habe ich ja bis jetzt noch nicht so krass durchgezogen. Ich habe ja auch leider die letzten 2 Weekend-Weeks leider nicht gezockt. Aber nicht desto trotz, Freunde, gibt es heute auf jeden Fall die Monats-Rewards von mir und auch die Monats-Rewards von meinem guten Kumpel Kerem. Und natürlich auch seine Wochen-Rewards. Ich habe ja leider keine Weekend-Week die letzte Woche gespielt. Aber wir werden erstmal meine Monats-Rewards öffnen, die ehrlich gesagt ein bisschen scheiße sind. Aber dann werden wir natürlich zu unserem Elite-Spieler Kerem rüber switchen und werden seine Elite-Packs öffnen. Und Freunde, ich kann nur eins versprechen, dieses Video wird krank, Freunde. Ja, ohne viel zu labern. Ohne viel zu labern, Freunde, würde ich auch schon sagen, sind wir hier auch schon in meinem Account drin, Leute. Ihr seht auch schon, Food Champions, deine Weekend-Belohnungen können abgerufen werden. Ja, das Standard-Gedöns eigentlich. Und wir gehen hier mal rein und schauen mal, was haben wir erreicht, Freunde. Boom, hier können wir auch schon sehen, wir haben leider nur Silber 3 erreicht, Freunde. Ganz einfacher Grund, ich habe leider nur 2 Weekend-Leaks gezockt, habe insgesamt, glaube ich, 32 Siege über diese 2 Weekend-Leaks gekriegt, also hatte 32 Siege. Hätte ich jetzt, wie gesagt, 2 Weekend-Leaks mehr gezockt, hätte ich natürlich auch irgendwie Gold oder vielleicht sogar Elite erreicht. Elite ja nicht, aber Gold hätte ich auf jeden Fall erreicht. Und es gibt natürlich wieder das monatliche Silbertrikot, das wir schon haben, Freunde. Das müssen wir jetzt leider discarden, aber wir haben unser nices Pack am Start und das werden wir jetzt öffnen. So, Freunde, hier sehen wir schon, letzten Monat hatten wir ein geileres Set. Diesen Monat haben wir leider nur Silber 3 erreicht. Ich glaube, letzten Monat hatten wir Silber 1. Und ja, Leute, ihr seht schon, das Pack ist jetzt nicht so bombastisch geil. Aber vielleicht ziehen wir irgendeinen Spieler, den wir vielleicht ein bisschen gebrauchen könnten. Und ich würde sagen, ohne euch hier lange warten zu lassen, öffne ich einfach mal aufgechillt das Pack. Ganz gechillt, Freunde, wir legen den Controller weg, falls wir ragen oder so. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Wie gesagt, die Sequenz schaut wieder richtig geil aus. Wir haben sogar ein Gold. Warte mal, Stürmer. Ah, Freunde, es wird leider nur 79er Gold Monatsspieler. Man muss natürlich sagen, dass der Typ echt geile Werte hat für den Striker. Hat hier 82 Schuss, 81 Physical. Also gar nicht mal so schlecht eigentlich. Und wir ziehen hier diesen jungen Mann noch aus der russischen Liga, okay? Ich werde höchstwahrscheinlich beide niemals verwenden, aber Freunde, die Karten schauen nicht schlecht aus und so viel auf meinem Account. Und jetzt, Freunde, kommen wir zum kranken Paar. Ich würde sagen, wir switchen zum Account vom Kerem und sehen uns gleich wieder. So, Freunde, und jetzt kommen wir zum spannenden Part und wir sind jetzt auch schon im Account vom lieben Kerem drinnen, Freunde. Ein richtiger Ehrenmann, wie immer, Freunde. Auf jeden Fall spammt wieder mal Hashtag Kerem in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, Freunde, weil dieser Kerem, der ist einfach so korrekt, Freunde. Er spielt extra sich die ganzen Dinger, also er spielt sich die Packs und ich darf es dann natürlich immer öffnen. Das finde ich richtig korrekt von dir, Kerem. An der Stelle, Grüße gehen natürlich raus an dich, Bro. Und ja, Freunde, ich schaue natürlich wie immer erstmal in sein Team rein, ob sich da was verändert hat. Wie gesagt, ich glaube, der will sich hier ein neues Team bauen. Er hat sich anscheinend jetzt mittlerweile den Hernandez geholt, den ich ja auch habe, Freunde. Jetzt gehen wir erstmal rein und holen uns seine Rewards ab. Hier sehen wir es auch schon. Die können wieder abgerufen werden. Alter, Freunde, ich bin so gehypt, Mann. Es ist nicht normal. Ich liebe diese Elite-Packs. Ich wünschte, dass ich auch irgendwann mal diese Elite-Packs auf meinem eigenen Account öffnen dürfte. Aber wie gesagt, Freunde, der liebe Kerem hat hier erstmal monatlich Elite 2 erreicht. Er kriegt hier auch schon die Elite-Trikots, was mega krank ist. Ich glaube, er hätte sogar Elite 1 vielleicht noch erreicht. Ich glaube, der hat ganz knapp irgendwie Elite 1 verpasst. Und wöchentlich hat er leider nur Gold 1 erreicht, aber Freunde, ganz ehrlich, normalerweise erreicht Kerem sehr oft Elite, kommt auch öfters hin, wie gesagt, Gold rein, also das ist wirklich ein kranker Spieler, Freunde, er kommt mindestens in Gold 1 und meistens auch in Elite rein, monatlich, wie gesagt, Elite 2 und ja, wir gehen jetzt rein in die Packs, wir haben, wie gesagt, 3 Packs zur Verfügung, 200k Pack und ein monatliches Food Champions Set, also ein monatliches Elite Pack, besser gesagt. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir öffnen das erste 100k-Pack. Wir haben drauf gedrückt und wer wird jetzt rauskommen? Bitte. Schlitz. Ich sag gerade Schlitz und es kommt kein Schlitz. Ja, immerhin Bakayoko, auch gar nicht mal so schlecht. Aber Freunde, es ist wirklich ein Witz, wenn man aus einem fucking 100k-Set nicht mal einen Schlitz bekommt. Das ist wirklich ein Witz. Okay, wir haben hier zumindest Smalling und wie gesagt Bakayoko gezogen. Dann öffnen wir gleich das
Zweite 100k-Pack, let's go. Und jetzt, ihr Sports, bitte gönnt jetzt einfach mal Kerem eine Icon-Karte oder so. Okay, Schlitz ist schon mal der Anfang. Das ist schon mal der Anfang. Armenien, das kann natürlich nur Mkhitaryan sein, Freunde. Es gibt nur einen High-Rated Armenier-Spieler. Also einen Spieler aus Armenien, der High-Rated ist. Und das ist Mkhitaryan 85. Gar nicht mal so schlecht, Freunde. Der sollte auch ein bisschen was wert sein. Und hier gleich noch zwei andere Schlitze. Das ist sehr geil, Freunde. Wir haben auch noch Horn gezogen. Der ist gute 4k-Wert. Jiménez natürlich. Der Atletico Madrid Gudin-Troll. Zum Glück haben wir ihn nicht als Vorderkarte bekommen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich wieder komplett ausgerastet. Und ja, Mkhitaryan ist sogar 14k-Wert, Freunde, was echt okay ist. Und jetzt, Freunde, kommen wir zum, ja, heiß ersehnten Pack. Und zwar zu unserem Elite 2 Food Champion Set. Freunde, seid ihr gehypt? Bitte, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt öfters auf solche Packs, Freunde. Habt ihr Bock, dass ich öfters mal Elite-Packs öffne und dass ich auch selber mal jetzt endlich anfange, ein bisschen höher zu kommen und dann auch meine eigenen geilen Packs öffnen kann? Wenn ihr drauf Bock habt, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Like da und schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, damit ich so ein bisschen Bescheid weiß, ob euch das überhaupt so Spaß macht, dieses Video anzuschauen. Und ja, wir haben wieder genug gelabert, Freunde, sorry für dieses lange Video, aber, Freunde, wenn wir was Geiles ziehen, dann ist es mega geil. Let's go. Elite 2 Food Champions Set. Ich lege den Controller wieder weg. Wir machen wieder unsere Position. Komm schon, bitte. Bitte. Bitte, komm schon. Bitte. Messi? Nein. Pastore, oder? Es ist Pastore. Leute, ich weiß nicht mehr, was alles noch im November rauskam. Ich bin mir nicht sicher, ob Jesus und so auch schon im Monat November war. Ich glaube sogar, der war im Oktober. Bin mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Pastore gezogen. Ja, ist okay, Freunde. Es gibt aber Besseres. Was haben wir noch drin? Komm schon, FIFA. Gönn was Gescheites. Oh, Kolasinac. Origi. Was haben wir hier noch? Traoré, Young. Ja, okay, Freunde. Das Pack ist okay. Ist jetzt nicht der Überwahnsinn. Aber das Pack ist okay. Was das mit diesem Pack? Ich speichere alles im Verein natürlich. Das war's mit diesem Pack und auch mit diesem Pack-Opening, Freunde. Und jetzt denkt ihr euch, Serhan, hast du uns geprankt? Hast du irgendwie deine Community verarscht? Hast du Clickbait betrieben? Freunde, ich habe Clickbait betrieben, aber ich habe nicht gelogen, Freunde. Das, was ihr im Titel gelesen habt, das stimmt. Ich habe tatsächlich Pogba gezogen. Und ihr fragt euch, hey Serhan, wo hast du Pogba gezogen? Leute, jetzt gönnt euch, Freunde. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Zeitreise in die Vergangenheit. Wir gehen jetzt erstmal 5 Tage zurück und dann seht ihr, was für geile Packs ich gezogen habe, Freunde. Ich habe, wie gesagt, am Montag, also vor ungefähr 5 Tagen, habe ich so ein paar Packs zu diesen ganzen SBCs gemacht. Also ich habe diese ganzen SBCs gemacht, diese Team of the Week SBCs, diese 2 seltenen Spieler SBCs und was ich da für Spieler gezogen habe. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe, wie gesagt, wieder mal vergessen, das alles aufzunehmen. Ich habe es, wie gesagt, alles im Nachhinein aufgenommen. Ich habe dazu leider keine Live-Reaction. Es tut mir an der Stelle sehr leid, Freunde. Ihr wisst, ich verplane das immer sehr oft mit diesem Pack-Opening und dieser Kamera und so weiter. Mit dieser Kamera. Hast du überhaupt gelernt, habe ich immer zu dem gesagt. Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du? Und deshalb habe ich, wie gesagt, keine Live-Reaction, aber ich verspreche es euch, Leute. Ab sofort, wenn ich geile Packs öffne, werde ich immer meine scheiß Kamera aufmachen, damit ihr auch immer meine Reaktion dazu sehen könnt. Und ja, wie gesagt, Freunde, ich lasse das natürlich wieder ein bisschen episch machen. Ich mache es ein bisschen episch. Gönnt euch jetzt, Freunde. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ihr seht jetzt gleich meine geilen Packs von Montag, von vor 5 Tagen. Und ja, Freunde, haut rein, bleibt stabil wie immer. Euer Sir Jackson ist raus und Peace. Leute, no fucking way. Was ist los mit meinem Packlack? Leute, ich sag nur eins und zwar, es tut mir wie immer leid, dass ich wieder keine Live-Reaction habe. Ich bin so ein dummes Stück Scheiße. Ich muss einfach so klug sein und bei jedem Pack, das ich öffne, meine scheiß Elgato laufen lassen. Ich vergesse es jedes Mal. Es tut mir auf jeden Fall an der Stelle leid. Ich weiß auch schon, dass es mir sehr oft vorgeworfen wurde, Serhan, Fakes, bestimmt Packs und was weiß ich. Nein, Leute, es ist kein fucking Fake. Gönnt euch jetzt. Gönnt euch einfach.